heute möchte ich euch zeigen, wo wir mit Nimbus Range stehen. Vielleicht kennt ihr das Projekt noch von vor 2 Jahren, als wir das Konzept vorgestellt haben. Damals hieß es noch Flatlead, heute heißt es Nimbus Range. Und wir stehen hier heute mit 3 funktionierenden Piloten. Und in einen Pilot können wir auch nachher gemeinsam reinschauen, bei unserem Piloten in Olpe. Nimbus Range hat sich weiterentwickelt und ist heute schon im Pilotbetrieb. Wir sind heute in der Lage, schon Alarme zu produzieren für Starkregenereignisse. Mit bis zu 60 Minuten Vorlaufzeit können die Informationen bereitstellen für verschiedene Points of Interest und können Alarminformationen generieren. Und diese Informationen werden nicht nur hier über das Frontend dargestellt, was responsiv ist und mobil optimiert, sondern eben auch direkt für Rettungskräfte in deren Systeme. Und die Animation hier oben zeigt ziemlich gut, wie das System funktioniert. Sobald wir eine Regenzelle erkennen, können wir für jeden beliebigen Punkt in unserem Überwachungsgebiet bestimmen, wie der Niederschlag dort ankommt und zu welchem Zeitpunkt er dort ankommt. Wie wir das machen, ist, dass wir ein Messnetz aufspannen in einem Überwachungsgebiet, auf der Gemarkung oder auch über Gemarkung hinaus von der Gemeinde und können über dieses Sensornetzwerk Starkregenzellen erkennen und auch prognostizieren, wo sie hinziehen.